Der TSV 1860 München hat sein Testspiel in der Länderspielpause gewonnen. Die 60er setzten sich am Freitag gegen den Drittliga-9. Würzburger Kickers mit 1:0 durch. Auch ich denke, dass es insgesamt ein sehr intensives, sehr flottes Spiel war und dass wir schon heute eine Begegnung hatten, mit der wir im Rhythmus bleiben. Und das ist auf jeden Fall gut. Benno Müllmann schickte trotz einiger abwesender Nationalspieler eine gute Elf auf den Platz. Der von den Münchnern im Sommer verpflichtete Lacazette durfte nach seinem Syndesmosebandteilriss bei der Partie auf der Anlage des SC 04 Schwabach wieder Spielpraxis sammeln. Ich denke schon, dass das er fürs erste Spiel nach doch einer langen Verletzungszeit vernünftig gespielt hat. Und vor allen Dingen hat er 90 Minuten durchgehalten bei diesem doch sehr intensiven Spiel, womit ich letztlich nicht gerechnet hatte. Und das ist schon ein ganz guter Ansatz gewesen. Faisal Mulic, sonst nur Stürmer Nummer 3, sorgte nach gut einer Stunde für den einzigen Treffer der Partie. Insgesamt zeigten die 60er in der Defensive eine gute Leistung. Für Stefan Ortega gab es so gut wie nichts zu tun. Allerdings offenbarten die Münchner ihre in dieser Saison bereits gewohnte Offensivschwäche. Torchancen waren entsprechend Mangelware. Wir haben ja grundsätzlich sowieso etwas Probleme in unserem Offensivspiel in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Und wir haben ja heute auch noch doch einige Ausfälle gehabt, ob es die zentralen Stürmer sind oder auch die offensiven Spieler von außen. Da haben ja schon einige noch mal wieder gefehlt. Also insofern denke ich, hätte ich es mir sicherlich in der einen oder anderen Situation noch besser vorstellen können. Aber insgesamt war das okay. Am Ende kann man den Sieg als einen Schritt in die richtige Richtung bezeichnen, der dem Team weiteres Selbstvertrauen geben sollte.